Tief ein- und ausatmen. Denn das ist vermutlich das Video, was die meisten meiner Freunde gefragt haben, nämlich, wie viel verdienst du eigentlich mit YouTube? Ich habe gerade wirklich eine halbe Stunde gebraucht, mir ein Outfit rauszusuchen. Und dann ist mir aufgefallen, es ist euch eh egal, weil ihr seid hier heute für die Fakten. Und ja, ich habe jetzt einfach einen weißen Hoodie angezogen und mir ein Gurkenwasser gemacht. Falls ihr euch fragt, warum es mit Chris so hell ist, ich habe mir extra Lampen geholt. Also die hatte mein Vater schon, aber ich habe die aufgestellt und ich bin wirklich happy damit. Man sieht zwar jede Unreinheit in meinem Gesicht. Macht euch ein Gurkenwasser, entspannt und wir beginnen gleich mal mit den Analytics. Ich bin ja euer professioneller YouTuber. Nicht, deswegen schalte ich jetzt noch den Laptop an. Ich weiß noch, wo ich die 1000 Abonnenten hatte. Ich habe jeden Tag reingeguckt, ob ich schon qualifiziert bin, Geld zu verdienen. Also, ja, ich war wirklich gehypt. Also die ganze Zeit, ich habe jeden Tag geguckt, oh mein Gott, habe ich schon genug Abonnenten? Passt es so? Im ersten Monat, also im August 2022, habe ich verdient, Trommelwirbel, 98 Cent. Yay. Aber man muss sagen, es waren auch nur eine Woche oder so, also da wirst du es halt echt viel. Aber im zweiten Monat, nämlich im September 2022, war es halt echt viel mehr. Also ich habe nicht wirklich jeden Tag habe ich reingeguckt, mache ich immer noch. Aber dass ich dann immer gesehen habe, oh mein Gott, das ist einfach wieder mehr geworden. Irgendwie generell finde ich es immer toll, wenn irgendwas mehr wird. Findet jeder toll, ne? Auf jeden Fall habe ich da verdient, also 12,03 €. Man sieht das nicht, ne? Ich blende es ein. Das war halt die Hälfte von meinem Taschengeld einfach nochmal doppelt bekommen, so. Macht das Sinn, was ich hier gerade rede? Also ich habe 20 € Taschengeld bekommen und dann nochmal 12 € von YouTube. Da wirklich regelmäßig Videos hochgeladen und hier kann man auch nochmal sehen, was am besten ankommt. Da kam sogar mein Get Ready for Back to School Video am besten an. Das hat wirklich so viel Spaß gemacht zum Drehen und das hatte auch richtig viel Aufrufe. Also 800 Aufrufe einfach, was echt viel ist für eine der ersten wirklichen Videos. Weil ich hatte 2016 begonnen mit YouTube, aber ich habe da vielleicht schon 3 Videos pro Monat oder so hochgeladen, denke ich. Im Oktober war es halt einfach richtig viel. Also es sind 20,15 €, was halt echt viel ist. Und klar, man kann sich da nicht so viel kaufen, aber für mein 17-jähriges Ich war das mega viel. Also momentan verdiene ich sogar mit YouTube gar nichts, weil Chris hat einen kleinen Fehler gemacht. Er hat einfach auf irgendeinen Knopf gedrückt. Und jetzt kann er erst wieder sich bewerben in 40 Tagen für YouTube. Ein bisschen ärgerlich. Im Oktober war mein beliebtestes Video What's in my Backpack? Damit habe ich einfach verdient 4 €. Also, das ist echt viel. Also für ein Video. Ich rechne immer so gern hoch, aber das ist wirklich, ja, ein bisschen seltsam. Im November hatte ich sogar 800.000 Aufrufe. Aber das meiste von den Videos sind Short-Videos. Übrigens, im Februar kann man auch mit Shorts Geld verdienen. Das heißt, es ist auch ein bisschen mehr, weil ich vor allem so als Kurzvideo-Creator früher angefangen habe, wie mit den Langformat-YouTube-Videos. Und ja, wenn ihr da auf jeden Fall einen Einblick haben wollt, vielleicht nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr wieder, dann schreibt es in die Kommentare. Da habe ich im November verdient, auch so ungefähr, also 21 €. 63, ich glaube, mein Bildschirm ist zu dunkel, ne? Dann kommen wir auch schon zum Dezember. Und generell aus meiner YouTube-Erfahrung gesprochen, kommt der Dezember immer am besten. Also verdient er immer am meisten, weil die Werbetreibenden geben am meisten Geld aus, damit ihre Werbung gut ankommt, weil sie haben mehr Konkurrenz wegen Weihnachtsstimmung und so. Das heißt, theoretisch verdient man da wirklich mehr und bei mir war das auch viel mehr. Dezember ist einfach ein größerer CPM, das heißt, die Werbetreibenden geben mehr Geld aus. Damit pro 1000 Aufrufe. Und das heißt im Endeffekt auch, dass man einen höheren RPM hat. Das heißt, man bekommt im Endeffekt auch mehr Geld im Dezember. Deswegen, glaube ich, laden die meisten Influencer im Dezember auch mehr Videos wie regulär hoch. Also die meisten machen hier so Adventskalender-Videos. Oh mein Gott, was mache ich mit dem Hals? Okay, und im Dezember habe ich verdient 26,50 €. Also man merkt schon, es hat sich auf jeden Fall immer gesteigert. Ich hatte natürlich auch mehr Videos hochgeladen, beziehungsweise es sind dann immer mehr Videos online. Und ja, da hatte ich dann auch meine Lernvlogs hochgeladen. Also ich hatte einen Lernvlog hochgeladen, der hat sogar 6 € eingebracht, also ein Video mit nur so 1200 Aufrufe ungefähr. Also nur, das ist ja wirklich sehr viel. Also ich bin echt dankbar für jede
Aufrufe wird das wieder. Dann kommen wir zum Januar. Und im Januar bekommt man dann wieder weniger, weil die Werbetreibenden nicht so viel ausgeben. Also denke ich jedenfalls. Und das ist schon ein Sümmchen. Das sind dann 18,45 Euro. Genau auf den Cent, was ich da verdient habe mit YouTube. Und ich habe jetzt auch nicht mehr Einnahmen gehabt zu der Zeit. Also waren wirklich meine einzigen Einnahmen in Social Media. Natürlich, es reicht nicht zum Leben, YouTube. Außer man macht das halt professionell und dann wahrscheinlich täglich ein Video. Aber hobbymäßig ist es halt trotzdem was, was man für sein Hobby bekommt. So. Also überlegt es euch, ob ihr YouTuber werdet. Es lohnt sich. Wir sind jetzt 6 Monate durchgegangen, weil ich mich nicht verrechnet habe. Und ja, mein Laptop kann man so biegen. Finde ich cool. Ich trinke jetzt noch schnell mein Getränk zu Ende. Und schaut gerne mal da vorbei. Da habe ich euch in meiner Morgenroutine mitgenommen. Wenn ihr das anschauen wollt, dann drückt drauf. Oh mein Gott, das ist ein Zungenbrecher. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag und macht schön. Oh mein Gott, ich bin durch. Ich muss jetzt ins Bett.